Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem ZergTube. Hallo! Hallo, da hinten ist er, da schwebt er. Seht ihr, da hinten. Wo bin ich? Steam hat jetzt eben gerade wieder die Verbindung bei mir unterbrochen. Ist kein Witz, ne? Nein, echt? In dem Freundschaftsfenster ist die Verbindung unter. Also nur von Steam. Im Freundschaftsfenster ist die Verbindung weg gerade. Komisch. Gerade jetzt nochmal. Wir haben momentan echt Schwierigkeiten, ne? Das ist, irgendwie gab es bei mir so ein Mini-Steam-Update und keine Ahnung, wir mussten jetzt ein paar Mal probieren und also ist natürlich alles so. Und dann komme ich rein und dann denke ich, unser Laser spielt verrückt, weil er immer in den Weltraum schießt an die irrensten Stellen. Ja? Nein. Ich habe da Knöpfe gedrückt. Nicht Knöpfe drücken. Ich habe es auch ausgeschaltet, aber es geht nicht mehr. Verfluchte Axt! Das Problem ist, jetzt öffnen wir das Stargate zu derselben Adresse. Ich weiß nicht, was passiert. Ob es gleich detoniert oder sowas. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir Fotos machen. Ja, das ist so cool. Der wird das Stargate jetzt zu sich selber öffnen. Vorsicht, geh mal aus dem Weg. Wenn das nach der Originalserie ist, kommt jetzt ein böser Ereignishorizont. Ja. Ja! Den habe ich hier nicht gesehen. Normalerweise sehe ich den, aber okay. Im Multiplayer wurde mir der nicht angezeigt. Well, komm, zusammen. Als Team. Bist du sicher, dass wir da drüben rauskommen? Ich glaube, dass wir dematerialisiert werden. Yay! Schlurp. Es geht! Es geht! Uiuiuiui! Oh. Okay, also es hält sich an der Originalserie, Will. Ach ja, von hinten nicht durchgehen. Ha, ja, das hätte ich dir sagen können. Ich wusste nur nicht, dass das hinten ist gerade. Verdammt. Ich hätte es besser wissen müssen als Stargate-Fan. Ich hätte es auch besser wissen müssen, weil Assassine Max, die mir das extra geschrieben hat, geh niemals von hinten durch. Es ist nicht so, dass ich die Information nicht gehabt hätte. Ja, liebe Kinder, das ist der Unterschied zwischen der bitteren virtuellen Realität und einem Tutorial. So. Wo ist mein Arthur? Nein, bleib bei mir. Wie kommst du so schnell raus? Ich bin immer noch an den Drehtüren. Wie machst du? Du hast doch irgendwo ein Loch im Raumschiff, wo du heimlich durchzwergst. Ja, nein. Wo ist meine Leiche denn jetzt? Da, wo du sie nie findest. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Du bist auch durchgegangen. Ja, ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal gestorben. Ach, haben die sich jetzt abgeschaltet? Ja, ne? Ja, ich bin aber trotzdem gerade zum zweiten Mal gestorben, weil ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie extrem schnell und konnte nicht bremsen. Wie komme ich denn hier raus? Wo ist jetzt der schnellste Weg raus hier? Wo bist du gerade? Drin wieder, im Schiff, im Raumschiff. Ich glaube, ich habe einen kurzen Weg erwischt jetzt. So, okay, ich mache jetzt mal die Raffinerie. Ich versuche jetzt mal an meine kalten Körper zu kommen. Wo sind meine Buddy-Locations denn? Ich sehe die gar nicht. Wo sind Welle meine auf Körpersuche. Hier jetzt ohne Scheiß, wo sind meine Körper abgeblieben? Ich bin nackig. Was? Ey, ich habe halt keine richtigen. Der Gerät ist weg. Und wir wissen alle, was passiert, wenn der Gerät weg ist. Niemand möchte, dass das der Gerät weg ist. Wenn das Gerät. Oh, nee. Nee, der Gerät, habe ich gesagt. Der Gerät. Das entschärft das ein bisschen irgendwie so. Ja. Wo, jetzt treiben da irgendwie meine Body Locations irgendwo durch den Raum, oder? Ja, da hinten. Warte mal, irgendwo in 260 Meter ist eine. Warte mal, die hole ich mir eben wieder. Du musst nur schnell sein. Boi! Ja, genau. Zu schnell. Viel zu schnell. Wie ein Flitzebogen. Ich muss langsamer machen. Auf der Jagd nach dem toten Körper. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Körperlos. Also es ist unheimlich schwierig, im All so einen kleinen Punkt aufzusammeln. Ne? Der entfernt ganz sich immer noch von mir. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich komme jetzt ganz langsam näher. Jetzt treibt er wieder weg von mir. Ich glaube es einfach nicht. 80... 79, 78, 77, 75. Wenn man sieht diesen Marker, der Marker kommt ja nicht wirklich näher und irgendwann macht es wusch und dann ist der Körper an vorbeigeflogen. Mhm.
Es geht gar nicht, ich krieg den nicht. Der steht auch nicht still. Ich habe da auch richtig böse Probleme gehabt, um da wieder ranzukommen. Ja, toll, das war er natürlich nicht, den ich gesucht habe. Der andere ist irgendwie einen Kilometer schon entfernt. Versuche ich da mal hinterher zu fliegen. Aber der treibt langsam auf den Planeten zu. Der wird ja wohl weiter weg sein, der Planet irgendwie. Jetzt bin ich erstmal an vorbeigedriftet, ich bin immerhin jetzt schon wieder auf 200 Meter rangekommen. Ich will meine Sachen haben. Verstehe ich voll und ganz, weil. Ich meine, es ist, ja nur Klasse 3 Schweißgerät und sowas, aber nichts, was man nicht nochmal herproduzieren könnte, aber aus Prinzip halt allein schon. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich würde auch meine Sachen wieder haben wollen. Das Problem, ich muss halt dieselbe Flugbahn haben, ne, wie meine Leiche. Wenn ich nicht dieselbe Flugbahn habe, dann kann ich mich nicht richtig dranpirschen. Mhm. Das ist irgendwie gar nicht so unspannend gerade. Okay, sie treibt in die Richtung. Ich komme der Sache näher. Jetzt zische ich nochmal an vorbei eben. Sag mal, irgendwie hat sich doch unser Schiff geneigt. Ich weiß nicht, ich neige nicht momentan in alle Richtungen. Oh verdammt, ich muss das mal... Nicht, dass wir irgendwo angedockt haben. Unser Schiff ist komplett in Querlage. Okay. Jetzt baue ich das nochmal und dann parke ich mal ganz kurz wieder ein. Okay, hab wieder alles. Wo ist jetzt... Wo sind wir denn? Wo ist denn unser Donut? Ah, da. Wir sollten unbedingt mal GPS-Koordinaten bei unserem Donut setzen. Falls wir das noch nicht gemacht haben. Wurde ich auch dran erinnert. Finde ich einen tollen Tipp. Oh. Okay. Hm? Well? Ach, ich habe die Dampeners ausgehabt. Dann ist es natürlich auch extrem schwierig, an sowas ranzufliegen. Ja, dann ist es mega schwer. Ich habe es aber geschafft, zweimal, ohne Dampeners. Krass. Ja. Völlig losgelöst. Warte mal kurz. Ich park mal um. Mir ist das alles gerade ein bisschen suspekt. So, was bräuchte ich? Herstellungskomponenten, glaube ich. Ne? Inventar. Herstellungskomponenten. Wow, okay. Ich weiß was. Wir waren am Donut angedockt, Will. Ah. Aber wie kommt das? Ich habe keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Aber jetzt sollte sich eigentlich das Schiff wieder geparkt haben. Okay. Jetzt stehen wir wieder passabel. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Motoren und ein paar Stahlrohre große. Und dann sind auch unsere Energieeffizienzmodule oder Stromsparmodule. Motoren. Achso. Da sollten 20 reichen und große Stahlrohre. Mach mal ein bisschen mehr noch mit. So, passt. So, ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Habe ich Licht an? Nee. So, jetzt habe ich Licht an. Zang. Das Klonk hörst du auch, ne? Wenn es Klonk macht, wenn es fertig wird? Oder höre ich das? Das höre ich auch. So, weil jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist jetzt hier die Decke eigentlich? Da ist die Decke. Alle fertig. So, haben wir denn jetzt hier schon eigentlich Sachen drin, die verarbeitet werden von den Raffinerien oder so? Oder von den Produktionsmodulen? Weißt du das? Ich habe ein bisschen was aus der Mine rausgeholt, vor allen Dingen Eisen. Da sollte ein bisschen was noch da gewesen sein. Also Lara-Inventare? Kann auch sein, dass die 6 Raffinerien das halt einfach schon weggebrutzelt haben. Das ist auch denkbar. Bohrer, Raffinerien, 2. Nö, die sind alle Raffinerien am Arbeiten. Okay. Ja, das ist ja auch nicht wenig gewesen, ne? Die sind alle kräftig am Arbeiten. Was wird denn da gerade verarbeitet? Was verarbeitet der denn hier gerade? Ich sehe das gar nicht. Plutonium ist es nicht. Naquada ist es nicht.
Ach doch, das ist das Plutonium, was er dann verarbeitet. Ja gut, lass mal laufen, ne? Ja. Da wird überall Plutonium gerade verarbeitet. Das ist etwas komisch verteilt, aber ist egal. Lass mal machen. Es wird sich schon ausgehen irgendwie. So, Vorschlag, dann bastle ich an unserem Raumleiter weiter, ne? An den Transportschiff hier für die. Ne? Ich habe mich gerade mit einer eigenen Stahlplatte erwischt. Echt? Das ist aber unpraktisch, oder? Ja, ich bin im Rückwärtsschub gewesen, die waren nicht mehr verbunden, ja, mit der Hauptstahlplatte. Und dann ist die mit mir zusammen rückwärts reingejettet. Okay. Ein bisschen peinlich. So, dann brauchen wir einen Frachtcontainer, und zwar den mittleren Frachtcontainer. So, den nehmen wir da. Wie rum kommt der ran? Hat der überall welche? Ne, der hat nur links und rechts hat der nur. Okay, alles klar. Oh, hier brauche ich wieder interne Panzerung. Meine Güte. Okay, interne Panzerung. Wo war sie denn? So, also, nochmal. So, die ersten Träger oben sind eingezogen, Will. Ach so, du bist ja hier am Gateschiff. Ja, ja. Anzeige und Herstellungskomponenten, alles klar. Anzeige. Und Herstellungskomponenten. So, jetzt brauchen wir da Förderbänder. Und das nehmen wir das. Und switchen mal. Hä? Nee. Okay. Meine Lieben, im Übrigen, ganz kurz, ich sehe die Kommentare schon wieder auf uns zukommen. Ja, was denn? Ihr baut ja da voll den Schuhkarton, das kann doch nicht schön sein. Ja, das ist aber noch längst nicht fertig, so wie ich mir das vorstelle. Wer würde denn von Schuhkartons reden? Das ist doch gemein. Ich habe das schon immer so gehabt. Ja, ich meine, das Ganze ist ja auf meinem Mist basiert. Es wäre schon nicht falsch gewesen, wenn Zwerg da seinen Willen bekommen hätte und wir das Ding wirklich im Donut gebaut hätten. Ja, gut, aber das ist ja jetzt, ich meine, das ist kein Problem. Also da habe ich mich ja auch ganz bewusst drauf eingelassen, weil ich mir gedacht habe, ist ja auch gar kein Thema. Ach du, wir wollten eigentlich nochmal im Fahrstuhl fahren. Ja. Fühlt mir jetzt gerade so ein, wieder. Ja. Aber, oh, das ist herrlich. Hat ja nicht funktioniert, weil ich dann ja plötzlich weg war. Mhm. Ich hab schon wieder so ein tolles Bild. Fahren geht ja noch. Ne? Also das ist ja jetzt momentan. Wenn du bereit bist, sag, weil ich bin dann auch gleich gewartet. Wollen wir dann zu zweit fahren, oder? Willst du es nochmal riskieren, aber dann würde ich vorher meine ganzen Sachen weglegen. Ich bin auch so ein alter Schissbär. Nee, okay. Bei was soll ich dann Bescheid sagen, wenn ich bereit bin? Wenn du soweit bist. Weil ich würde dir gerne zumindest zum Abschied winken. Ach so, okay. Ja, ich bin jeden Augenblick soweit. Ich mache gerade eben noch meine Förderbandleitung hier dran. So, die sind jetzt auch durch. Und dann komme ich mal eben rüber. Ja. Achso, falsche Richtung, da müssen wir ja rein. Gibt's hier überhaupt einen Eingang? Ja. Ach, ist auch eine Luftschleuse? Warum hast du hier so eine Luftschleuse eingebaut? Weil hier der Raum ist komplett abgeriegelt jetzt. Wenn wir hier die Tür zumachen, also, dann ist dieser Raum theoretisch, könnten wir jetzt hier sogar Sauerstoff einleiten.
Wir müssen bloß einen Sensor hier, also an warum diese ist Tür. Die Tür warum ist die Tür auf, obwohl der Fahrstuhl nicht da ist? Oder ist die Tür nicht? Jetzt wird er gerufen. Ja, aber ist das nicht gefährlich, dass die Tür auf ist, wenn da jemand reinfällt? Ich weiß nicht, warum die Tür offen ist. Hm? Wie geht das überhaupt, dass die Tür auf ist? Guck mal. Kommt, der kommt bestimmt gleich. Ach, ich sehe das halt gleich live, wenn ich drin bin. Ja. Da ist er. Okay. Oh, jetzt taucht die 2 auch auf. Ja. Warum eigentlich? Vorhin waren die 2 unsichtbar für vielleicht uns. Vielleicht war die einfach irgendwie verdeckt. Well, drück auf die 1. Ich mach erstmal ein Foto. Auf Wiedersehen, Zwerg. Mach's gut, Well. Es ist mir eine verdammte Ehre gewesen. Das wird schon gehen. So. Und 3, 2, 1, eject. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Well. Ja. Es war so schön mit dir. Was denn? Nix. Oh, der Spaß bei ihm mit, der macht sich Sorgen, der arme Zwerg, und ich verarsche ihn. Ja. Das ist nicht richtig. Ey, ich hab das mit Liebe gebaut, das Ding muss funktionieren. Ey, wir laden. Und ey, wir haben 6 Raffinerien an dem Ding. Und wir laden trotzdem noch auf. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt könnte ich hier unten einsteigen, aussteigen und stehe mitten im Fels. Wie ist der Plan? Noch weiter nach unten oder uns einfach die Seite fressen oder beides? Na, also beides. Da kommt jetzt eine Ebene drauf, die wird abgeschottet. Dann komme ich wieder nach oben jetzt. Du kannst jetzt wieder nach oben. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Achso. Ich bin jetzt noch im roten Bereich. Genau, das wird noch beleuchtet. Jetzt blau. Die Farben haben wir schon, rot und blau. Passen schon. Guten Tag. Hallo. Willst du mal? Also die Idee ist die, warte, ich gehe auch mal rein. Hui. Und das ist noch der langsame Fahrstuhl, glaube ich. Ne? Ja, das ist der langsamste. Ich habe aber auch ein bisschen Angst gehabt, den schnellsten zu nehmen, weil ich nicht weiß, wie das dann ist, ob es uns nicht irgendwann mal durch die Decke schießt und dann wir sterben. Das kann durchaus sein, Thomas. Also ausschließen mag ich es auch nicht. Genau. Und hier unten kommst du dann raus und dann hast du hier so, oh, da sind ja noch Eisentrümmer. Und dann hast du hier halt quasi so diesen Bereich, der jetzt halt momentan noch nicht viel aufgebaut ist. Also hier sind ja nur 4 Platten am Boden. Und hier kommen dann Korridore in den Fels. Ich stehe doch schief. Ja, ich stehe auch schief. Das liegt am Generator von unserem Schiff. Das ist also mein rechtes Bein ist kürzer als das linke. Und zwar deutlich. Ich sehe das doch unten an diesem roten Balken, der die Inventarlast anzeigt. Ich stehe schief. Mein rechtes Bein ist kürzer. Das ist krass. Warte mal kurz. Ich komme gleich. Ich schwebe jetzt gerade, drehe mich jetzt gerade, jetzt drücke ich X, docke an und zack, mein rechtes Bein muss kürzer sein. Ich habe dasselbe Problem, das liegt an dem Schwerkraftgenerator vom Schiff, weil das Schiff leicht nach links geneigt ist. Schau mal hier, ganz minimal ist das Schiff nach links geneigt. Siehst du das? Ja, nö, aber ja. Ja, genau deswegen haben wir das Problem, dass die Schwerkraft bei uns anders wahrgenommen wird. Das war jetzt, das Schiff zieht die Basis mit runter? Nee, aber unsere Schwerkraft ist einfach anders gelagert, weil das Schiff schräg steht. Du meinst, sie haben uns dauerhaft die Knie kaputt gemacht oder weil das Schiff so nah dran ist? Hat man jetzt den Schwerkraftgenerator reicht bis da rein? Der Schwerkraftgenerator, der reicht bis in die Basis, ja. Ja, okay, gut, alles klar. Na dann. Ich glaube eher, ich habe mir die Knie kaputt gemacht hier. sind das deine Sorgen, Well? Ja, was? Die kann man auch ernst nehmen. Ionen, Triebwerk. Du weißt doch, ich nehme alles ernst. Ah, Triebwerk. Moment, kleines Triebwerk, großes Triebwerk. Was ist denn das? Ist das so, jetzt Ion? Hier erstmal um. So, und Atmospheric Thrusters. Das wird sowieso interessant genug, wenn, wie wir das umbauen sollen. Dass wir brauchen ja noch ein funktionierendes Conveyor-Netz. Fällt mir gerade so ein. Zumindest auf die erste Ebene, später aber auch durchgehend auf die zweite Ebene. Das heißt, ein Conveyor-Netz darunter bauen. Weiß ich noch nicht, ob das so funktioniert. Was wir auch machen können, und das habe ich eigentlich noch die ganze Zeit noch gar nicht getestet, was ich unbedingt mal für Well auch ausprobieren wollte, weil ich kenne es ja eigentlich schon, ist eine hydroponische Farm. Eine hydroponische Farm? Wie mit Wasser oder was?
Nee, mit Licht funktioniert die. Das, quasi die erzeugt Sauerstoff in ganz begrenztem Maße. Reicht aber aus, um sich selbstständig damit zu versorgen. Aha, okay. Damit könnten wir halt zum Beispiel das so in unserer kleinen Weltallbasis aufbauen, dass wir einen kleinen Sauerstoffgenerator und einen Tank haben. Ja. Beziehungsweise, und dass der sich selbstständig durch diese hydroponische Farm sozusagen auffüllt. Aha. Und wir dann hier im All sozusagen, ohne Eis farmen zu müssen, in der Base Sauerstoff. Okay, klingt interessant, finde ich. Ja, finde ich auch. Dazu müssten wir allerdings noch einen zweiten Arm bauen, wo wir halt dann die Dinger ranbauen. Aber das ist ja kein Problem. Wo habe ich denn die anderen? Ach so, dann kommt der da wieder ab hier. Was soll's? Oh, die Anzugenergie macht mal wieder die Grätsche. Oh, die setze ich jetzt noch. Eigentlich brauche ich doch den ganzen Conveyors da gar nicht. Eigentlich brauche ich die gar nicht. Egal, ich lasse die trotzdem mal dran. So, das ist das. Die sind nach oben, ne? Die sind nach oben. Genau, so passt das. So, 4 Stück. Mal gucken, ob das reicht. Und dann bräuchten wir hier noch etwas Fasters, ne? Wo baue ich die an? Ich habe immer noch ein bisschen Bammel, während du das baust, dass dich irgendein Laser anvisiert. Meinst du? Ja, immer Angst. So, weißt du, ich stelle mir das gerade so vor, du baust das Ding ganz stolz, sagst du, jetzt ist fertig, schaltest die Zündung an und alle Laser. Und das vergeht ja. Im gleißenden Lichte. So ungefähr, sag mal, unser Schiff kippt doch schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist nur eine optische Täuschung, glaube ich. Aber lieber, mein lieber Well, wir müssen an der Stelle mal ganz kurz sagen, dass die nächste Folge noch mehr Spaß bringen wird. Ja, können wir, sag schon mal. Ich will noch die beiden Faster eben anbringen. So, okay, alles klar, jetzt passt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und dann ist aber auch endlich unsere Base-Hemi so ein bisschen abgedichtet. Das bedeutet, dass wir dann anfangen könnten, uns zu überlegen, ob wir in der Base innen drinnen Sauerstoff haben wollen oder nicht. Oder vorübergehend, dass wir das so einrichten, dass wir da möglicherweise an- und ausschalten können, wenn wir sagen, wir sind jetzt eh nicht mehr da, dann schalten wir alles auf Standby-Modus vielleicht. Irgendwie so. Sauerstoff ist überbewertet auch, finde ich. Im All auf jeden Fall. Neumodische Erfindung da. Ja, braucht man alles nicht irgendwie, würde ich auch sagen. So, genau. Dann würde ich sagen, ja. Beim nächsten Mal geht's weiter. Genau. Und ja, ich bin gespannt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.